Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich habe ja ein paar Videos gemacht zum Londoner System und war ganz zufrieden. Habe dann sogar noch ein Video gemacht Anti-Londoner System, weil viele sich ja doch schwer tun, gegen London zu spielen. Und war ganz zufrieden, dass ich so alle Ideen und Pläne abgedeckt habe, bis ich den Kommentar gelesen habe, ja, was ist denn mit Jobava? Stimmt, Jobava London System oder Rapport Jobava London System hatte ich vergessen. Also habe ich dort auch noch ein Video zu gemacht und Partieanalysen. Die Partieanalysen sind wichtig, dass man einfach einen Blick dafür bekommt, was sind Ideen, was sind Pläne, welche Mittelspiele verfolgt man, wenn man jetzt Rapport Jobava spielt. Da haben wir 4 Partieanalysen gemacht und ich wollte dieses ganze Thema London jetzt nochmal mit einer Analyse abschließen. Es geht also einmal darum, sich eine coole Schachpartie anzuschauen. Es geht aber auch darum, sich nochmal so ein bisschen das gedanklich, das Londoner zu verbinden mit dem Jobava London. Und das wollen wir jetzt mal machen. Die Partie, die ich rausgesucht habe, ist von Matthias Blühbaum. Er hat gespielt, also Matthias Blühbaum, deutscher Großmeister, einer der stärksten deutschen Spieler, die es aktuell gibt. Also aktuelle Elo hier 2670, also wirklich ein sehr starker Spieler. Und er hatte gespielt gegen Leon-Luc Mendonca, tut mir leid, ich weiß nicht, wie er sich richtig ausspricht, ein 14-jähriger IM, der schon 2 Großmeisternormen hat, also der ist schon über 2500, der ist demnächst Großmeister. Ein weiterer starker junger Spieler aus Indien, wie so viele. Und gespielt haben die beiden bei einem der letzten Turniere, die stattgefunden haben 2020, und das war beim Tegernsee Masters Anfang November. Blühbaum hatte Weiß und Mendonca hatte Schwarz. Und London ist eine D4-Öffnung. Schwarz reagiert mit Springer F6 und das ist ein sehr guter Zug, weil damit lässt sich Schwarz offen. Wie reagiere ich? Will es sich nur offen lassen, spiele ich vielleicht hier in so ein Benoni, spiele ich einfach normal in eine Damenbauerneröffnung, spiele ich vielleicht in Richtung Damenindisch, Nimzowitsch, Indisch, sowas. Das heißt, Springer F6 ist hier eine sehr gute Antwort auf D4. Und jetzt sehen wir, Weiß spielt London. Läufer F4 ist der Signalzug für London. Oft vorher noch Springer F3 und dann erst Läufer F4 hier direkt. Ist eigentlich auch die bessere Zugreihenfolge. Und hier sehen wir etwas Interessantes. Schwarz möchte sein Läufer 4 enkettieren. Und wenn jetzt Weiß weiterspielt und sagt, okay, ich baue mein London auf, Schwarz 4 enkettiert, auch die Zugreihenfolge, die ich hier so zeige, ist typisch, dann haben wir jetzt von Weiß das ideale Londoner System aufgebaut. Da sollen die Figuren hin, die Läufer, die Springer, die sollen genau hier hin. Das Problem von dieser Stellung ist, sie ist schlecht für Weiß. Das heißt, sie ist nicht bloß ausgeglichen, sondern sie ist schlecht. Weil hier drohen schon immer so Bauerngabeln. Der Läufer guckt hier einfach auf die Bauern drauf. Der Läufer guckt auf die Bauern drauf. Es ist einfach schlecht, es passt nicht. Das heißt, dieser Aufbau von Schwarz hier, königsindische Verteidigung, funktioniert hervorragend gegen das Londoner System. Und das funktioniert so toll, dass nach diesem Zug, wenn Weiß sieht, okay, da möchte einer 4 enkettieren, dass dann der London-Spieler sagt, okay, dann schwenke ich um und spiele Springer C3. Und das ist der typische Zug für Rapport Jobava London. Das heißt, der London-Spieler vom Londoner System ist hier jetzt umgesprungen
und sagt, okay, ich spiele Rapport Jubava mit dem Plan, ich möchte hier F4 spielen. Und wenn Schwarz jetzt gedankenlos hier reinspielt, dann kann Weiß das Zentrum besetzen und hat jetzt einen ganz einfachen Plan. Er möchte diesen Verteidiger hier oben abtauschen. Dann macht er lange Rochade und dann kommt er hier mit dem Bauernsturm am Königsflügel. Diese Stellung ist weit davon weg, dass sie gewonnen ist für Weiß. Aber Weiß hat einen Vorteil, Weiß bestimmt, wo es hingeht und Weiß hat einen ganz einfachen, geraden Plan. Und das ist eben wichtig. Einen aktiven, einfach zu verstehenden Plan, den man verfolgen kann. Schwarz hat hier die Probleme. Aber das ist natürlich kein Non-Don mehr. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin London-Spieler, ich möchte London spielen und ich will das spielen, könnt ihr das machen. Dann möchte ich euch aber einen Tipp geben. Wenn ihr weiter in eure Struktur spielt, also die Pyramide hier aufbauen, die Läufer platzieren, dann spielt hier nicht Läufer D3. Weil das hilft euch überhaupt nichts. Der Läufer guckt hier bloß auf die Bauern drauf. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte bei meinem Londoner System bleiben, dann macht das, es ist gut, es funktioniert, spielt er dann aber Läufer E2. Und dann schaut der Läufer hier hin. Das ist auch gut, weil er könnte ja auch solche eine Idee haben, vielleicht so mit dem H-Bauern die Stellung anzugreifen. Das mal als Tipp. Wir gehen zurück zur Partie. Also wir hatten diese Stellung, Schwarz zeigt, ich will fianchettieren, Weiß reagiert und schwenkt um und sagt, okay, dann schaue ich doch mal, ob ich nicht meinen Plan durchbringe. Allerdings spielt er ja auch gegen einen starken Gegner und er erkennt das und sagt, okay, ich schwenke auch weg von meiner königsindischen Verteidigung und spiele jetzt D5, um einfach dieses Feld zu beherrschen. Und jetzt spielt Weiß E3 und jetzt haben wir die Grundstellung vom Rapport Jubava landen. Wir sind also von dem einen zu dem anderen umgeschwenkt, einfach weil wir reagiert haben auf das, was auf dem Brett passiert. Deswegen nenne ich es jetzt auch so ein bisschen ja London-Hybrid, weil man im Grunde beides spielt. Und da sieht man eben auch, wie beides sich ergänzt. Sehr gut. Es kommt aber noch toller in der Partie. Bisschen Geduld. Jetzt fianchettiert Schwarz. Und eine Idee hier ist, dass man jetzt hier H4 spielt. Das wäre so eine typische Idee. H4, H5. Wenn er hier mit dem Läufer schlägt, kann man oft einfach den Turm gegen den Springer opfern. Das ist so eine typische Idee. Man kann auch den Springer hier reinspielen und dann den G-Bauern vorziehen. Also das sind so die typischen Ideen. Aber wir haben ja auch schon den anderen Plan gesehen und das ist hier Springer B5 zu spielen und auf diesen Bauern loszugehen. Da sind ja zwei Figuren drauf. Aber Schwarz kann es noch verteidigen, er kann den noch decken mit dem Springer. Und ihr seht auch, der Läufer ist nicht hier nach D3 gegangen. Was das nützt ihm nichts. Das heißt, er geht hier nach E2. Der ganze Aufbau, wenn wir jetzt nur mal hier die rechte Hälfte betrachten, ist 1:1 Londoner System. Denn den Läufer hier hinten reinstellen. Jetzt wird der Springer vertrieben. Er geht einfach wieder zurück. Und der steht jetzt hier an der Seite und tut nicht richtig was. Das heißt, Schwarz versucht, ihn wieder ins Spiel zu bringen. Und das war jetzt so der Sinn hinter diesem Ausfall. Weil der Springer steht jetzt hier schlecht. Er deckt den Bauern, er könnte hier hingehen. Beide Felder bringen ihm nichts. Dieser Springer gehört eigentlich hierhin oder dorthin. Ist aber jetzt nicht. Wir haben ihn sozusagen von seinem Idealfeld durch diesen Ausfall abgelenkt. Weil Menschen eben nicht den Springer einfach wieder zurückspielen, sondern eben hier rüber spielen. Aber
Da sieht man mal, was für Feinheiten gerade in solchen Partien zu tragen kommen. Weiß möchte hier ein bisschen die Expansion am Damenflügel einbremsen. Und der Springer geht rüber. Und der Läufer will sich hier nicht abtauschen lassen, geht zurück. Und jetzt schauen wir mal diesen Weg an von dem Springer. Der Springer hat jetzt schon 1, 2, 3 Mal gezogen und hat auf keinem vernünftigen Feld gestanden. Höchstens vielleicht hier, als er den Bauern gedeckt hat. Und was soll er jetzt hier? Da steht ja dem eigenen Bauern im Weg. Und was soll er hier? Da kann er auch nicht hin. Also, ihr seht, so Kleinigkeiten, diese kleinen Tricks. So, jetzt hofft er, dass man schlägt, dass man dann vielleicht irgendwie den Springer oder dass der Springer irgendeinen Nutzen behabt, aber das macht Weiß nicht. Weiß schlägt nicht. Aber wenn man sich mal den anschaut und den, so wahnsinnig viel nützt uns der hier jetzt auch nicht. Das heißt, jetzt kommt ein lustiges Manöver von Weiß. Er spielt den Springer ganz zurück. Da denkt man jetzt, oh, Tempoverlust, Tempoverlust. Aber überlegt euch mal den Weg von dem. Also das Tempo kann sich Weiß erlauben. Schwarz spielt den Springer rein, nutzt die Chance, dass der Springer nicht mehr hier steht. Aber jetzt baut Weiß seine Pyramide auf. Und jetzt hat Weiß exakt wieder das Londoner System. Das heißt, wir sind mit Londoner System gestartet. Rapportio Bava und wieder zurück zu London. Wie so ein Hybridfahrzeug, das immer ab Tempo 50 den Benziner anschmeißt oder so. Je nach Stellung schwenkt man hier wieder um und reagiert darauf, was der Gegner tut. Hier könnte man sich überlegen, ob man jetzt vielleicht die Chance hat, diesen unglücklich platzierten Springer irgendwo sinnvoll hinzustellen. Schwarz vertreibt aber diesen Läufer lieber. Auch verständlich, keine Frage. Und jetzt sieht man, Weiß nutzt diesen H-Bauern und versucht die Stellung, die Königsstellung hier zu schwächen. Und vorbeigehen wir wahrscheinlich das Beste. Den mal so ein bisschen ins Leere laufen lassen, versuchen die Seite zuzuschieben, weil hier steht ja der König. Und hier könnte Weiß schon schlagen, er könnte hier schon schlagen, den nächsten Bauern raus, einfach diese Bauernstruktur auflösen. König rüber, Turm auf die offene Linie. Das wäre schon ein guter Plan. Weiß spielt es hier einen Zug langsamer, er deckt erstmal seinen Springer und kommt jetzt, um den Königsflügel aufzureißen. Und dass er hier auch steht, ziemlich offen, das stört ihn nicht, weil er hier genug Figuren hat um ihn rum. Und diese Figuren einfach nicht angreifen den König. Das heißt, der steht viel unsicherer als dieser hier. Und das, was hier noch halbwegs rettet ist, zu versuchen mit dem Springer hier das irgendwie den Königsflügel zu verbarrikadieren, dem König vielleicht Zeit zu geben, irgendwie wegzulaufen. Er schlägt aber. Und hier ist es einfach schon schwierig. Was macht man hier? In der Partie hat Schwarz mit den Bauern geschlagen. Und das war ein schlechter Zug. Etwas besser wäre sicherlich mit dem Turm gewesen, um hier noch so ein Minimum Schutzschild zu behalten für seinen König. Aber jetzt so nach Tauschen sehen wir, Weiß hat hier drei Figuren und Schwarz hat hier aktuell nur den König. Und dieser Läufer ist einfach aus dem Spiel raus. Der macht nichts. Der kommt, findet hier keinen Weg wieder ins Spiel. Und das wäre hier auch klar besser für Weiß. Schwarz hat in der Partie aber geschlagen und das war noch schlechter.
Weil jetzt sehen wir einfach, jetzt hat er hier sogar zwei Figuren in der Ecke, die nichts tun. In der anderen Variante war es im Grunde nur der Läufer, der nicht eingreifen kann. Alles ist gedeckt. Und dieser König hat wirklich nur diese zwei Felder noch. Hier sind schon drei Figuren. Die nächsten Figuren können ins Spiel kommen. Also sagen wir mal, Schwarz versucht sich jetzt irgendwie zu retten und sagt, ich spiele Turm H8. Findet ihr denn den besten Zug? Ihr müsst euch überlegen, wenn ihr die ganzen Pfeile hier seht und seht, dass der König kaum noch Felder hat. Und jetzt hier den Zug überlegen. Macht ruhig Pause, wenn ihr ein bisschen Zeit braucht. Und was hier jetzt gewinnt, ist ein Opfer. Ich zeig's. Die Dame sagt Schach. Springer schlägt. Turm schlägt, König muss weg und das ist ein Matt. Und diese Figuren stehen auf der Ecke rum, auf der anderen Seite und können nicht eingreifen. So geht es also nicht. Schwarz versucht stattdessen irgendwie anders Figuren zur Rettung hinzuzuführen, aber das ist denn doch zu langsam. Hier kann die Dame jetzt nicht hin. Aber sie geht sozusagen einen kleinen Umweg. Und jetzt gewinnt alles. Wenn ihr in Taktiken geschult seid, ist so etwas eine ganz so ein Abzugsschach mit Angriff auf die Dame. Das funktioniert hier auch, aber nicht ganz ideal, weil man selber auch einen Spieß bekommt. Aber selbst das ist klar gewonnen für Weiß. Er hat die Qualität mehr, ein Turm für eine Leichtfigur. Die schwarzen Bauern stehen alle auf weißen Feldern, das heißt, der Läufer kann die alle angreifen und der tut immer noch nichts. Also das wäre auch locker gewonnen. Und deshalb hat hier Schwarz auch schon aufgegeben. Hier hat er gesehen, was kommt und hat aufgegeben. Wir wollen es erst trotzdem nochmal anschauen, weil wir sind ja keine angehenden Großmeister und auch gar keine Großmeister. Das heißt, wir wollen es erst nochmal anschauen, was passiert denn. Der beste Zug wäre hier auch Abzugsschach, aber den Springer wegzunehmen. König geht weg, der Turm kommt rein, ein Schach. Das nächste Schach und Matt. Ich wollte das Beispiel hier zeigen, einmal weil es eine aktuelle Partie ist, von einem sehr starken Großmeister gegen einen sehr jungen, angehenden Großmeister, dass man auf diesem Niveau in Langpartien sehr gut auch London spielen kann. Ich habe diese Partie auch deshalb genommen, um euch zu zeigen, Rapport Yubaba London ist auch für den strikten Verteidiger vom Londoner System eine gute, sinnvolle Ergänzung. Es kann sehr viel Sinn machen, von dem einen System in das andere zu wechseln oder sogar wie in dieser Partie auch wieder zurück. Und deshalb möchte ich euch das mit auf den Weg geben. Spielt nicht stur eure Varianten runter. Ich weiß, man hat so Varianten, die hat man vielleicht mal auswendig gelernt oder wenn man ein Öffnungssystem spielt, dann baut man immer seine Stellung auf. Macht das nicht. Ihr spielt nicht alleine. Schaut, was der andere macht. Reagiert auf seine Züge. Seid wachsam, ob ihr da eine Chance habt. Und für mich ist es gleichzeitig auch ein Abschluss, jetzt unter dem Londoner System und der Ergänzung Rapport Yubaba landen. Ich werde diese ganzen Videos sicherlich in ein separates Video packen. Dann habt ihr im Grunde einen vollständigen London-Kurs in einer Playlist in YouTube. Und vergesst nicht, ich packe immer alle Video, alle
Links zu der Lichess-Studie in die Videobeschreibung. Die könntet ihr euch sogar als PGN-Datei exportieren oder die Studie übernehmen in eure Studie. Könnt ihr alles gerne machen. Dann habt ihr auch, sagen wir mal, einen Gesamtüberblick und ich hoffe, ich habe nicht wieder was vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.